damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das Quiz mit Tisch. Heute mit zwei unglaublich tollen Gästen zu meiner Linken. GQ Mann des Jahres 2012. Klaas Häufer Umlauf. Ja. Und zu meiner Rechten Wildcarderin Elena. Ja. Habt ihr Bock, hier mal zu sitzen und mit uns zu zocken? Dann bewerbt euch jetzt mal in den Kommentaren. Schreibt eure Schuhgröße rein. Und welches Getränk möchtet ihr aus meinen Schuhen trinken? Ja. Lars, du bist bekannt als The Brain. The Brain ist Privatfernsehens. Du, aber das ist eine Einschränkung, ne, muss man sagen. Wir sind Verlierer. WWW. Ist geil. We love to entertain you. Ich glaube, ich kann hier eigentlich nur verlieren. 8x4. Deo. Elena, du kommst aus Hamburg. Dafür gibt's einen Riesenapplaus. Hey, 29 von die Nordnase. Ah, jo, moin, ja, gib mir mal schön so ein geiles Bier, so ein Astra. Ja, das ist genau, wie ich rede. Ja. 20 Jahre jung, du gehst auf die 30 zu. Oha, ja. Wie alt seid ihr noch? 32. Ah ja. Los geht's! Ah ja. Wie heißt die Person zu deiner Linken mit Vornamen? Klaas. Worin wird das Bier auf dem Oktoberfest serviert? Maßkrug. Welche auf Heiterkeit abzielende Handlung muss laut Roberto Blanco ein bisschen sein? Spaß. Welches Band wird dazu genutzt, um kurze Distanzen mit Millimetergenauigkeit abzumessen? Maßband. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Zu den Bremer Stadtmusikanten gehören der Hahn, die Katze, der Hund und der Esel. Wenn man einer Person etwas offensichtlich Unwahres erzählt, um sie so anzulügen, bindet man ihr was auf? Ein Bären. Expertenrunde hier. Wie heißt der Gegenstand, mit dem man durch Handbewegungen und Klicken Aktionen auf einem Laptop oder Computer durchführen kann? Maus, ja, aussprechen. Wenn eine Anstrengung oder Mühe völlig sinnlos bzw. vergeblich war, dann ist alles für die Katz. Aus welcher Stadt kamen nochmal die aus Hahn, Katze, Hund und Esel bestehenden Stadtmusikanten? Aus Bremen. Am 6. Januar 2021 kam es in welcher Stadt zum Sturm auf das Kapitol? Washington. Was ist die Hauptstadt der Schweiz? Bern. Wie heißt eine schwedische Stadt richtig? Hopsala oder Uppsala? Das zweite. Oh. Von wem stammt das Zitat, wir schaffen das? Angela Merkel. Von wem stammt das Zitat, I have a dream? Martin Luther King. Von wem stammt das Zitat, ich bin ein Berliner? Kennedy. Von wem stammt das Zitat, yes we can? Barack Obama. Welcher bekannte Tennisspieler aus der Schweiz hat im letzten Jahr seine Profikarriere beendet? Nadal. Hä? Federer. Oh. Schluss ist. Was ist denn das jetzt, was du da trinken musst? Ekel-Shots. Ja, aber über was denn genau? Das weiß man das vorher? Wird nicht gesagt. Das ist irgendwie so ein... das, was rauskommt, wenn man Sinopret nimmt. Ja, genau das. Ja, trink! Lecker, das nett. Was ist das? Wie eine Monat schmeckt das? Wie eine Bratensoße irgendwie. Isst du gerne Braten? Ja, also nicht, vor allem nicht überraschen, nicht um die Uhrzeit und nicht einfach nur die Soße. Unterscheiden wir uns komplett. Klaas, ich hab's eben schon gesagt, du bist GQ-Mann des Jahres 2012. 2012, ja. Dankeschön. Hast du diesen Preis bei dir irgendwo stehen? Diesen Ja, ich habe alle Preise aufbewahrt, aber das sind die alten, die laufen dann irgendwann an. Elena, du kommst aus Hamburg, habe ich gesagt, und du hast ein Tattoo von deinem geliebten Auto. Erzähl mal, da ist eine tolle Geschichte hinter. Elena, deinen Spot. Ja, also ich bin mit dem Zug angereist. Ich hatte 10 Jahre lang einen wunderschönen Polo, der super alt war und den Zenit überschritten hat. Aber da liegt so viel emotionaler Wert drin, dass ich das als erstes und einziges Tattoo mir habe stechen lassen. Ein Polo? Ja. Und wo ist das Auto jetzt? In der Schrottpresse! Ich habe kurz überlegt, ob du gefragt hast, wo das Tattoo ist. Aber das Auto ist verschrottet. Wir fahren Bahn, wir sind Bahnfahrer, wir lieben den öffentlichen Raum und werden auch sehr gern angesprochen, wenn wir S-Bahn fahren. Ah ja. Guten Durst. Ende letzten Jahres ist mit Avatar: The Way of Water der zweite Avatar-Film in die Kinos gekommen.
In welchem Jahr kam der erste Teil in die Kinos? Boah, vor 2003? 2009. Nee. Ah. Lecker, Schmecker! Boah, ist das? Also das ist aus vielen unterschiedlichen Gründen ganz ekelhaft. Das bleibt so lange im Mund, dieser Geschmack. Das ist ja ganz, oder also das greift aus sechs verschiedenen Ecken gleichzeitig an. Ja. Wir müssen das noch stückig machen. Richtig ekelig. Wir müssen das noch stückig machen. Ich finde das wirklich erstaunlich ekelhaft. Ja, wirklich? Ja. Also erstaunlich ekelhaft. Ja? Ja, das ist gut. Richtig eklig. Ja. Ja. Alter, wieder. Ich könnte kotzen. Ich finde, wir müssen. Ja, ja, wirklich. Ja, wie nah bist du am Kotzen? Ja, ich kann, also ich würde jetzt, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt einfach sagen würde, jetzt ist soweit, jetzt guckt keiner und so weiter, könnte ich jetzt sofort kotzen. Oh nein. Hast du diese dünne Spucke schon im Mund, die sich dann so ansammelt im Mund? Ich muss dann immer, ja, wenn man so, wenn du merkst, der Mund bereitet sich darauf vor, dass gleich was los ist. Ich habe mir die Frage sogar aufgeschrieben, hier steht. Heute wird es eklig. Von welchem Getränk wird dir direkt schlecht? Tequila. Kotzt du schnell? Tequila. Tequila? Ja, ja. Welches Instrument spielt David Garrett? Schlagzeug. Hä? Der Teufelsgeiger! Oh Gott, Dave Grohl, habe ich gerade gedacht. David Garrett ist doch einfach ein Sakko, kein Hemd. Der lässt sich gern anpinkeln, habe ich gehört. Wer nicht heutzutage, oder? Apropos, guten Appetit. Ich habe Angst davor. Man jetzt. Weiß ja nicht, was da drin ist. Oh, yo! Das ist so geil, wenn jetzt einfach Mittelstrahl. Aber bei David Garrett früher mal in der Öffentlichkeit ausgebreiteten Perversionen hatten dann ein jähes Ende in der Öffentlichkeit. Also ja. Irgendwie wurde nicht mehr drüber geredet. Irgendwie nicht, es wurde totgeschwiegen. Auf einmal war er wieder so der Teufelsgeiger. Der drei Käse hoch vom André Rieu. Genau. Und das war dann okay. Urin, ist das was für dich, ein Thema, was dich anspricht? Tatsächlich habe ich eine Geschichte dazu. Ich hatte super oft Blasenentzündungen, also das ist total mein Thema, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, dass du gerne für uns arbeiten würdest. Oh mein Gott. Mein Thema Urin wäre. Das ist ein gut, perfekter Zeitpunkt für das Gastgeschenk. Ich war richtig kreativ. Es ist eine Bewerbungsmappe. Aber das schöne Glas ist ja auch, dass ich zwei dabei habe. Oh mein Gott, ja. Also, falls das hier nichts wird. Aber du müsstest mal sagen, wo besser. Also wenn du die freie Wahl hättest, wo willst du denn arbeiten? Das ist jetzt natürlich schwierig. Ja. Na gut, egal, das besprechen wir später. So. Was, in Costa Rica? Ja, im Auslandssemester. Krass. Raus. Die Hits Let It Be, Yesterday und Yellow Submarine stammen von welcher Band? Beatles. Wovon sprechen Forscher, sobald die Temperatur des Bodens in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren unter 0 Grad Celsius liegt? Permafrost. Boah! Was sind die beiden charakteristischen Zutaten einer Hawaii-Pizza? Schinken und Ananas. Ja, es war noch drin. Welches Wort war in Deutschland kein Jugendwort des Jahres? Smash, Merkeln oder Niveau-Limbo? Smash. Ach, denn ist das Absicht? Dieses Jahr. Merkeln. Gab's nicht, oder? Gab's Merkeln. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Was soll das denn sein? Das gehörte dazu. Ich glaube, das war eins der Worte. Da werden immer mehrere rausgegeben. Ja, was heißt denn, wenn ich Merkel? Das heißt so rumzaudern, glaube ich. Aussitzen oder so. Naja, einfach nichts sagen und ganz lange warten. Kennst du den Trend Smash or Pass? Ich bin da also auf dem Zeitstrahl der Menschheitsgeschichte ein Stück zu alt. Benny im Bikini, Smash or Pass? Smash. Da würde ich schon sagen, einfach um mal zu sehen, einfach wie das ohne Klamotten aussieht. Was das zweite Spiel ab. So, Elena, ich habe noch einen Fakt zu dir. Und zwar, liebst du Konzerte und Festivals und du hast selber mal auf einem großen Festival gearbeitet. Was war dein Job? Also es steht nicht in der Bewerbung, aber ich war Promoterin über Jahre hinweg auf den Festivals in Deutschland. Und zwar für... Bist du mit der Bauchtasche umgelaufen? Hey, komm her, ganz kurz hier, 10 Bier, 10 weg, 2 Liter, so einmal, komm, ein Eintritt hier rein. Mit so einer albernen Fahne und so einem Rucksack. Die habe ich auch jeden Morgen. Fällt auf. Wie heißt die deutsche Spielshow, bei der Mitglieder der Teams von Klaas Häufer-Umlauf und Joko Winterscheid in jeweils zwei verschiedene Länder geschickt werden und vom jeweils anderen eine Aufgabe gestellt bekommen? Duell um die Welt. Eingestellt. Wie nennt man die Lehre vom Herzen, die sich mit dessen Strukturen und Funktionen im Organismus sowie mit seinen Erkrankungen und deren Behandlung befasst? Herzologie. Cardio. War natürlich, dass er immer stottert, ne? Ja, komm, na klar. Ja, sicher. Ich hab aber nichts verstanden. Das ist echt. Auch dein zweiter jetzt, ne? Allleben, hast du schon mal gesagt? Nein, ich bin richtig stolz gerade. Wow, klasse.
Vom Kettenraucher zum durchtrainierten Steppenwolf. Das sind das die Fragen von Markus Lanz? Ich dachte, das sind die Fragen von Markus Lanz. Preis, wann handelt ihr? Moderationsgott Benny Wolter. Ja. Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe aufgehört. Das ist, du wirst irgendwann, du musst gucken, dass wenn man, ihr seid jetzt 32, das heißt, wenn ihr 35 seid, habe ich mir ausgerechnet, wenn man dann aufhört zu rauchen, dann kommt man nicht mehr in die Todeszone. Das Letzte, was mir geblieben ist, ist Wasser mit Kohlensäure. Das ist aber dann, unser Catering heute hier, ne? Ja, genau, hat mich sehr gefreut. Und das aber auch richtig, richtig verrückt, trinke ich da. Guten Durst. Die Giraffe hat das größte Herz aller Landtiere. Es ist ca. 60 cm lang und kann eine Herzwanddicke von bis zu 7,5 cm haben. Doch wie schwer ist es, 6 oder 12 Kilogramm? Ich würde sagen 6. Nein, oh. 12 Kilo! 12 Kilo? 12 Kilo! Okay. Ja, oh. Lalalalalalalala. Stocken, stocken! Boah, das ist ja richtig fies, ey. Wenn du richtig brichst, ekelhaft, dann reißt du dich ein in die prominente Riege, die gekotzt der haben. Mario Basler. Mario Basler hat gekotzt, ja, aber vom Rauchen auch. Hier gestanden und ja. Adel Tawil. Adel Tawil auch? Dahin gespuckt, wo du gerade hinguckst. Oh Gott, wirklich. Ja. Mario Basler, ich glaube, das ist wirklich die Kombination mit einer Nikotinvergiftung. Ne? Ja. Wie viel der raucht, ne? Das ist unglaublich, aber auch seine Privatsache. Eine 1974 erst ausgestrahlte Zeichentrick-Fernsehserie auf Grundlage der Kinderbuchreihe Vicky von Runar Jonsson heißt Vicky und die wilden Männer. Starken Männer. Ach, und die wilden Männer ist auch ein Land von der Olivia Jones. Oder? Nein, wilden Kerle, das ist Jimmy Blue Ochsenknecht. Ah, genau. Das ist in der Schlange von Katar. Ich bin raus. Ja. Oh nein. Liebe Freunde, damit sage ich Tschüss und Ciao. Ich gehe jetzt weiter zur nächsten Aufzeichnung, denn bei Brit geht's um Riesendinger. Musst du jetzt gehen? Ich bleib hier sitzen mit euch. Ich bin nur rot ausgeleuchtet. Okay. Welche Trikotnummer hat der Fußballer Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft? 7. Nein, 10! Ja. Goat! Perfekte Frage für mich. Hätte ich auch nicht gewusst. Oh, ist Messi der Goat, Klaas? Der greatest of all time. Ja, ist das oder Cristiano? Erstmal Cristiano ist den Schott verlichten. Erstmal trinken und dann antworten. Was für unglaubliche Erfrischung! War das schon mies. Also, wer ist Goat? Ja, wenn ich richtig informiert bin, hat der ja tatsächlich jetzt durch die Weltmeisterschaft ja die Nase vorn. Seit Dezember 2021 gibt es in Deutschland die erste Ampelkoalition auf Bundesebene. Welche Parteien sind in der Koalition? CDU, SPD und FDP. Ist doch Ampel! Ah, nee, Ampel ist ja grün. Oh, ich glaube, die Deutschlandflagge wollte ich nachbauen gerade. Das ist immer nur ein Reflex bei dir, ne? Ampel ist raus? Ja. Ah! Wie dumm ich auch bin. Ja, das kann ich furchtbar sagen. Ich habe die Deutschlandflagge im Kopf, deswegen. Verabschieden. Das war Gute Laune FM mit eurem Morgen-Louis. Benny, jetzt geht Ed Sheeran mit Shivers. Und damit stehen Klaas und Elena im großen Finale und die beiden spielen entweder oder. Diese Politiker sind unter oder über 50 Jahre alt. Annalena Baerbock. Unter. Olaf Scholz. Über. Christine Lambrecht. Über. Wolfgang Schäuble. Über. Philipp Amthor. Unter. Saskia Esken. Unter. Yeah! Traurig. Hey. Gönnung. Uralte Politiker, damit kenne ich mich aus. Das ist ein total unfaires Thema. Das Bett. Ich habe eine neue Shot hier. Diese Stadt ist die Hauptstadt eines Staates. Dortmund. Nicht korrekt. Bordeaux. Korrekt. Nein! Und damit gewinnt Klaas korrekt oder weg das? Ist ja! Doch bevor wir die große Tischplatte vergeben, wird Elena ihren Shot trinken. Und an dieser Stelle nochmal einen Riesenapplaus für die Wildcarderin. Elena! Nach Hamburg! Gib mal schöne Grüße raus! Dankeschön. Die Werbungen sind eingetroffen. Kann ich die jetzt mal anfassen? Die darfst du jetzt mal anfassen, ja. Ja.
Ja, ja, hey. Dankeschön. Hör zu weg, bitte. Elena, deine Bewerbungen sind eingetroffen hier. Ja, wir nehmen es auch mit. Ihr habt sie mit großem Respekt behandelt, das hat mich sehr gefreut. Ich hab die hier sofort hingelegt und so weiter. Ich war hoch, ich konnte da nichts für. Werf die erst zu Hause weg. So, auch hier genau, LinkedIn ist alles mit dabei, Instagram, TikTok, wunderbar. You speak English as yes, well. Yes, of course. Spanisch. Sie, claro. Französisch, oui, oui. Oui, oui. Also oben gibt es im Video 150 Euro für Harry Styles, deswegen sind Konzerttickets so teuer. Von Safe. Oder unten die letzte Folge korrekt oder weg. Das Fisch mit Tisch. Tschö. Ah ja.